Mir wurde gesagt, ich soll jetzt anfangen. Allerdings habe ich da überhaupt keinen Bock zu. Weiß noch nicht mal, warum ich hier jetzt sitze und mit dem komischen Typ rede. Wobei der gerade mal 9 Teile gefunden hat. Das hätte ich in dieser Zeit viel, viel schneller hingekriegt. Sind wir schon live? Wir sind schon live drauf. Ich begrüße euch, Sie ja zurück und ich übergebe jetzt an NRW 18, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, da weht ein ganz eisiger Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Freunde, wir sind zurück im nächsten Teil und wir haben ein Kartenstück gefunden. Scheiße. Nein, das nicht. Scheiße haben wir noch nicht gefunden. Aber es kann ja noch kommen. Wir hatten ja eben einen Hund. Vielleicht ist der irgendwo mal in der Ecke gewesen. Und vielleicht versteckt sich darunter auch eine Hinweismünze. Müssen wir dann mal nachgucken. Ein Satz. Ja, kein Zweifel, ich werde darauf aufpassen. Oh, mein Halt. Was denn? Ich muss verschluckt hier in Schokolade. Ja. Sterben von Schokolade, das ist doch mal ein schöner Tod. Link. Das ist Oma Enigma. Aber dann kommen wir in die Rätselmar. Zahlenkarten. 25, das ist ja einfach. Unten siehst du ein Ensemble aus Karten. Jede davon mit einer Ziffer von 1 bis 6 gekennzeichnet. Ordne sie so an, dass folgende Bedingungen erfüllt werden. 1. Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren. 2. Die zwei rechten Zahlen müssen zusammengerechnet 5 ergeben. 3. Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen. 4. Karte 1 muss einer der beiden linken Karten sein. So, du Genie, dann zeig mal, was du kannst. Nicht nur Schokolade essen können hier. Achso. Ich frag mal meinen Vogel, Moment. Ich glaube, ich habe auch einen. Und, weißt du's? Quick! Doch, sag was, sonst ist das peinlich. Ja, ist klar. Warst du nicht der letztes Jahr bei Supertalent, der mit seinem Vogel da aufgetreten ist? Wo der Vogel dann auf die Bühne geschissen hat und kein Wort von sich gegeben hat? Und der Dieter Bohlen gesagt hat, raus! Ah, toll. Ich schaue sie 3,6 Meter. Was, 3,6 Meter? Das soll stimmen, oder? Ja, ich mal wieder hier, wa? Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen. Karte 1 muss einer der beiden linken sein. Die zwei rechten Zahlen müssen zusammen 5 ergeben. Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren. 6 und 11 sind 4. Nein. Die Summe der oberen. Dann tausch einfach alle drei Dinger. Die drei oben nach unten. Und so? Jetzt kommt's drauf an. Na, siehste, ich mal wieder. Kinderspiel. Schmatzberger. Gut kombiniert. Bei solchen Rätseln ist die Antwort spielen einfach zu finden, wenn man die Bedingungen haargenau befolgt. Kastenteufel erhalten. Damit kannst du deinem Hamster in Form bringen. Andi Spandi. Andi Spandi. Happy Andi für dich, Happy Andi für dich, Happy Andi, Happy Andi, Happy Andi für dich. Auf dem Tisch liegen 2 Karten. Auf jeder Karte steht eine andere Ziffer. Liegen die Karten nebeneinander, bilden sie eine zweistellige Zahl.
Werden sie miteinander getauscht, bilden sie eine weitere zweistellige Zahl. Wunder, oh Wunder. Die Summe der so entstandenen Zahlen entspricht einer der unten angegebenen Zahlen. Aber welcher? Scheiße, ich muss aufs Klo. Oh, naja, klar, lass mich doch jetzt hier mal alleine. Ich bin weg. Na toll. Gleich. Ja, Freunde, ja, da bin ich mal wieder alleine gelassen worden. Sozusagen sitzen gelassen worden. So, also was habe ich denn jetzt? Auf dem Tisch liegen zwei Karten, auf denen werden sie miteinander getauscht. Bilden sie eine weitere zweistellige Zahl. Die Summe der entsprechenden Zahlen entspricht einer der unten angegebenen Zahlen. Aber welcher? Gut, dann wollen wir hier mal rechnen. Das war es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Moment. Auf dem Tisch liegen zwei Karten. Auf jeder Karte steht eine andere Ziffer. Achso, also muss ich die lediglich dann... Werden sie miteinander getauscht, bilden sie eine weitere zweistellige Zahl. So, das heißt... Das könnte 22 sein. 22 plus 22 sind 44. Oder 40 plus 40. Aber dann kann man die ja nicht vertauschen, das ist ja dann Käse. 22 würde ich sagen. Wir machen jetzt einfach mal hier ein Ding und machen dann... Kein Rätsel ohne Lösung. Tja, ich mal wieder hier. Ah, ganz famos. Ja. Ah, was? Gut gemacht. 12 plus 21, 35 und 53. Gleich 88. So, guten Tag. Ja. Oh, sind wir schon fertig? Wie man hier sieht, erhält man bei der Addition einer zweistelligen Zahl zur selben Zahl mit vertauschten Ziffern immer eine Summe, die ein Vielfaches von 11 ist. Bei den gegebenen Optionen ist das einzige Vielfache von 11 die 44. Ah ja. Ja, so hätte ich das jetzt zwar nicht gerechnet, aber okay, ich bin zu der Lösung gekommen, immerhin. Na dann? Ja, finde ich auch. Oma Enigma. Oma Orgasmus. So, dann sind wir hier fertig. Oh. Na, was denn? Sag mal. Ferkel. Nee, von der Kammer. Nur Andy zu. Ach so. Ach, der wieder. Derby. Ihr seid aber nicht unterhaltsam. Mir kann das nicht passieren. Ich will mich nicht verausgaben. Okay, wer ist das? Ah, ein neuer. Niles. Hallo, was macht ihr denn da? Hallo, junger Mann. Wir suchen nach den Teilen eines zerrissenen Fotos. Hast du welche gesehen? Klar. Der Wind hat das hier zu mir geweht. Sucht ihr das? Eigentlich müsste ich es jetzt zum Fundbüro bringen. Aber wenn ihr ein Rätsel für mich löst... Dann gebe ich euch trotzdem. Ah, 101. Weg mit dem Kugeln. Weg. Nein, Weg. 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 Dieses Rätsel ist ein richtiger Klassiker. Bella Klassiker. Die Regeln sind einfach. Eins, eine Kugel wird bewegt, indem sie über eine angrenzende Kugel auf einem leeren Platz springt. Diagonale Sprünge sind nicht erlaubt. Zweitens, nach dem Sprung verschwindet die Kugel, die übersprungen wurde. Drittens, das Rätsel ist gelöst, wenn nur noch eine Kugel auf dem Spielbrett übrig ist. Na dann los. Ich hab gestern gespielt. Ja. Was war das denn? Ja, was? Hab's nicht gesehen. Ja, ja, ist klar. So schnell ging das. Ausgezeichnet! Dieses Rätsel baut auf dem berühmten Brettspiel Solitär auf, das ursprünglich aus Frankreich kommt und sich auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. Ah, vive la France. Ah, oh, vive la France. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh, ich bin ja so blöd. Danke für eure Hilfe. Hier ist das komische Fotoding.
Ich glaube, als ich das gespielt habe, ich da 3 Stunden dran gesessen. Was, an dem Rätsel? Ja. Ah, früher gab es viel mehr Leute in Fulzen. Aber dann sind alle irgendwie weggegangen. Noch 4 Teile. Hat man hier eigentlich schon... Eigentlich schon. Alle sehr komisch aussehenden Hochhäuser an, die mich an irgendetwas erinnern. Na. Uhrturmplatz. Kennst du Uhrturmplatz? Das bist du. Die sieht dir doch wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Dankeschön. Hey, ihr beiden, egal was ihr tut, geht auf keinen Fall im Wald am Strand von spazieren. Ich bin böse Wolf. Oh, wieso denn nicht? Manche Leute sollen danach Schätzen gesucht haben. Oben in dem alten Schloss. Und alle erzählen, dass dort ein schrecklicher Vampir mit riesen Zähnen wohnt. Schluck. Meinst du den Vampir, der dort im Schloss Herr Herzen hauen soll? Schloss der Herzen. Ach, wenn ich das schon wusste, wieso lasst ihr mich dann lang und breit alles erzählen? Naja, egal. Auch wenn das mit den Zähnen richtig gruselig klingt, hab ich keine Angst vor dem Vampir. Wenn man nur ein wenig Knoblauch dabei hat, ist man schon ganz sicher vor ihm. Ja. Ich glaube, das Knoblauch-Baguette tut's auch. Wirklich? Knoblauch? Natürlich, das weiß doch jeder. Hey, ich wollte euch was fragen. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist Erdbeer. Oh ja, das ist ein Teil von unserem Foto, das wir suchen. Das gehört euch. Denn hier, bitte, ich wollte es sowieso gerade wegwerfen. Meine Güte, sind die alle so großzügig hier. So. Hä? Achso, Antiquitätenladen. Meinst du, der hat auch was für uns? Ist auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen. Rätsel also. Wer war das? Du mit deiner komischen Stimme. Welche der vielen? So sehr ich Antiquitäten auch mag, Rätsel sind mir noch viel lieber. Ich würde euch gerne ein altes Rätsel stellen, wenn ihr es hören möchtet. Eine Stimme wird immer tiefer. Es wäre uns eine Ehre. Oh, wundervoll. Dieses Rätsel handelt von der seltsamen Vase, die ihr darüber bewundern könnt. Seltsame Vase. Super. Glückssteine. 20. In dieser Vase sind, sagt der das jetzt? Ja. In dieser Vase sind 101 Steine. Jeder ist gleich groß, gleich geformt und fühlt sich gleich an. 50 sind schwarz, 51 sind weiß. Schließe die Augen und nimm so viele Steine heraus, wie du willst. Dann mach die Augen wieder auf und zähle deine Steine. Hast du genauso viele schwarze wie weiße Steine, so gebe ich dir für jeden Stein, den du herausgenommen hast, ein Goldstück. Wie viele Steine solltest du aus der Vase nehmen, um die besten Chancen auf den höchsten Gewinn zu haben? 4 oder 6 würde ich jetzt spontan nehmen. Ja, 6. 6 Sätzen. Freunde. Die Auflösung dieses Rätsels gibt's mal wieder im nächsten Teil irgendwie. Passt es unheimlich gut immer von der Zeit her bei diesen Rätseln. Ja. Und dann sehen wir uns also im nächsten Teil wieder mit der Auflösung des Rätsels 64. Also bis dahin, NRW bei 18, adieu. Ciao.